Ich wusste ehrlich gesagt jetzt nicht, was ich machen soll. Das ist echt gerade das erste Mal so gewesen, wo ich echt nicht wusste. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Wann war denn das? Scheiße. 16.15 Uhr? 16.15 Uhr. Ja, genau. Ich bin sicher, ich habe auf die Uhr im Park geschaut, als ich ankam. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Ach du Scheiße. Beige? In Schwarz. Nee, das ist falsch. Und eine Hose. Oh Gott. Ich mache einfach mal braun. In braun. Ich weiß es nicht mehr. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Ja. Ja, klar. Ich war nicht weg. Ich habe dem Karussell nicht zugesehen. Wie konnte Sean dann verschwinden, wenn Sie das Karussell die ganze Zeit im Auge hatten? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich, keine Ahnung, ich war in Panik. Ich weiß es nicht. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Maas. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Und ich glaube, die Aussagen waren einfach komplett falsch. Scheiße, Mann. Na egal. Ah, die Frau. Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Ich vermisse ihn. Das ist so übel, ne? Wie gesagt, ich glaube, wir haben voll die Falschaussagen getroffen, aber egal, vielleicht kann die Polizei was rausfinden. Ich hoffe nicht, dass es der Origami-Killer war. Dienstag, 21.52 Uhr, 35,41 mm. Und wir befinden uns in einem Kiosk. Zumindest bald. Oder gleich, hoffe ich. Ah ja, Mr. Shelby. Schönen guten Abend, Sir.
Okay, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen umgucken. Man muss ja Aufmerksamkeit, man muss ja aufmerksam sein, ne? Ist ja... Ganz klar, wir düsen einmal kurz... Oh. Wer war das denn? Hat da jemand dran alliiert? Sah fast so aus gerade. Okay, wir gehen mal gucken, Ich laufe nur einmal kurz die Gänge ab, einfach um sicher zu gehen, dass da... Dass da nichts ist, was man vielleicht wissen müsste. Ne? Kann man ja mal machen. Man kann ja mal ganz vorsichtig gucken. Aber ich glaube, hier ist nichts. Deshalb quatsch mal mit dem Verkäufer. Moin. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich fühle. Dann verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Sie wissen vielleicht etwas, das Leben retten könnte. Ich konnte das Leben meines eigenen Sohnes nicht retten. Ich verstehe nicht, wie ich das Leben anderer retten könnte. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Okay, der will nichts sagen. Ich meine, das muss man. Irgendwo muss man es verstehen. Ja. Aber. Ich meine, es könnte halt anderen helfen, ne? Das ist halt das Ding. Und dann wäre es halt, drüber zu sprechen, doch besser. Guten Abend. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine scheiß Spielchen. Mach die Kasse auf, Arschloch! Hol das Geld raus! Scheiße, bist du taub? Mach jetzt die scheiß Kasse auf! Nee, warte mal. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Wir müssen Sie dahin kriegen hin. Es nicht. Was hast du gesagt? Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Ich jag dir eine Scheißkugel zwischen deine scheiß Augen, wenn du nicht aufmachst! Los! Sie werden mir mein Geld nicht stehlen, Sir. Es gehört mir. Ich bitte Sie, gehen Sie, bevor es zu spät ist. Boah. Mann, du Penner! Mach das Ding auf! Ich leg dich sonst um! Fuck! Weg damit! Los! Hände hoch! Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich schieße! Hey, das ist es nicht wert. Weg mit der Waffe. Und gehen Sie. Quatschen Sie mich nicht voll. Kümmern Sie sich um Ihren Scheiß. Der sieht ein bisschen aus wie Jesse Pinkman, ne? Keine Panik. Ganz ruhig. Niemand will Sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig. Und alles wird gut. Ja. Ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Sie wollen doch keinen erschießen, oder? Wir werden ganz bestimmt eine Lösung für das hier finden. Ich bin Scott. Und Sie? Wie heißen Sie? Andrew. Ich heiße Andrew. Haben Sie jemanden, der Ihnen wichtig ist? Eine Freundin? Familie? Ja. Ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen. Sie heißt Jessica. Was würde Jessica jetzt von Ihnen denken? Fragen Sie sich, was wird aus ihr, wenn es schief geht? Sie haben noch nichts Schlimmes getan. Wenn Sie die Waffe wegnehmen, vergessen wir, was passiert ist. Und das war's dann. Sie gehen einfach. Nichts Schlimmes?
Scheiße, Mann! Was glauben Sie, was ich hier mache? Nicht schlecht. Fast hätte ich die Scheiße geglaubt. So, warte, warte. Oh, ich muss erst mal wieder reinkommen. Das müssen solche Action-Szenen mit dem sein müssen. So, runter. Bam. Ging nicht anders. Manchmal hilft nur der gute alte Fratzenhammer. Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Da war wieder so eine Art... War das eine Origami-Figur? Ich glaube ja, oder? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. Vielleicht sollte dem jemand mal die Knarre wegnehmen. Bevor dann irgendwas passiert. Na, wenigstens ist das schon mal ein Hinweis, ne? Wenigstens schon mal ein Hinweis. Ist ja schon mal eine Kleinigkeit. Das kann ja schon genug sein manchmal. Mittwoch um 3:15 in der Nacht. 39,73 Millimeter. Okay, ich glaube, das müsste die nächste Hauptdarstellerin, glaube ich, sein vom Spiel, oder? Zumindest sieht man sie oft auf Screenshots. Hat man sie oft auf Screenshots immer gesehen? Ist auf jeden Fall... Ne? Ist auf jeden Fall ein süßes Mäuschen, ne? Kann man ja nicht sagen, aber... Ach, da können wir wieder hochgehen, okay. So, können wir hier irgendwas machen hier oben? Ich glaube fast nicht, ne? Nee. Ah, hier ist so eine Treppe, okay. Die kann man natürlich auch nehmen, ne? Aber ich glaube, das wäre zu einfach. Was die hier einfach alle für krasse Apartments haben, ist voll geil. Der Anblick gerade hat einem schon gefallen. Wir gehen weiter. Gucken, was wir hier noch so machen können. Ist da jemand in dem... War da jetzt gerade jemand im Apartment?
Was müsste doch dann hier vorne irgendwo gewesen sein, oder? Oh, halt. Mal gucken, was der PC noch so hergibt. Okay, irgendwas gefällt mir hier nicht. Komm, wir gehen pennen. Alter. Da war definitiv jemand, verdammte Scheiße. Ich schwöre, der Schatten hat sich bewegt. Ich flippe aus. Reiß dich zusammen. Die Tür ist fest verschlossen und du bist hier alleine. 2.47 Uhr. Immer zur gleichen Zeit. Verdammte Schlaflosigkeit. Ich bin hundemüde, kann aber einfach nicht schlafen. Eine schöne heiße Dusche, die zaubert mich in einen tiefen Schlaf. Ich sollte die verdammten Tabletten nicht mehr nehmen. Ich brauche etwas Heißes zu trinken. Also duschen, ich hätte ja, also, ich glaube, duschen hilft. geh doch mal duschen. Ich weiß zwar noch nicht, wie du heißt, aber geh duschen. Kann man da hinten duschen? Oh. Ja. Das sieht mir nach einer Dusche aus. So, die Frage, wo ist denn hier die Dusche? Alter! Warte mal. Wo war denn hier die Dusche, verdammt tags? Oder ist die die Badewanne ist hier, okay. Das ist, okay. Warte mal. Ich kann mal ganz kurz auf rüberblenden, das ist echt nice. Ich mach das mal so in die Mitte. Es geht, ich kann das, ich weiß, ich glaube bei Twitch gibt's da auch Ärger, oder? Ich rubbel uns mal gerade trocken. Ich habe jetzt einfach mal das GTA-Bild genommen. Okay, Elfin schreibt gerade alles gut. Okay, warte mal ganz kurz, ich unterbreche mal ganz kurz, darf ich das zeigen, Elflin? Weißt du da mehr? Mir ist das gerade ein bisschen zu heiß, also das auch, ne? Das ist mir viel zu heiß, aber ne? Okay, gut. Elflin sagt, gib keinen Ärger, dann mache ich das wieder raus. Dann machen wir das wieder weg. So.
Okay, was machen wir? Wir könnten so bleiben. Schade. Okay. Okay. Ich denke mal, Haare föhnen vielleicht? Wäre eine Idee. Ich entschuldige mich natürlich an dieser Stelle für das GTA-Bild. Hier ist wieder die Dusche. Wir laufen noch mal hier durch. Aber ich war mir im ersten Moment jetzt nicht sicher, ob ich das überhaupt zeigen darf. Auf YouTube hätte ich es ja noch zensieren können, oder kann ich es noch zensieren? Aber auf Twitch, ich war mir da jetzt nicht sicher. Weiß man ja im Vorfeld nicht. Warum ist der Kühlschrank auf? Okay. Hier bin ich so ein bisschen Angst. Vielleicht sind es einfach wirklich ihre Tabletten. There'll be birds.